Wenn du in Ark Survival Evolved die Bosse machen willst, dann wirst du Dinos breeden müssen und da macht es auch Sinn, dass man die immer auf 100% imprintet. Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe vor Ewigkeiten auf Reddit eine ziemlich coole Tabelle gefunden, mit der ihr euch alle Zuchtwerte quasi ausrechnen lassen könnt und dann immer auf 100% imprinten könnt. Der Link ist dafür natürlich in der Videobeschreibung und wenn ihr euch das Ganze öffnet, dann kommt ihr hier rein. Ganz wichtig, einmal hier vorne reinklicken und dann könnt ihr euch hier oben den Link rauskopieren. Einfach kopieren. Kopieren, neuen Tab öffnen, reinhauen, eine Kopie erstellen, yes. Und dann kommt ihr hier in so eine wunderbare Datei rein, die erstmal ziemlich erschlagend wirken kann. Fangen wir oben an, wir haben hier einen Multiplikator für das Wachstum der Dinos, das heißt, das hier gibt an, wie schnell unser Dino erwachsen wird. Hier unter ist einmal der Multiplikator dafür, wie schnell ein Ei schlüpft, beziehungsweise wie lange ein Dino schwanger ist. Darunter ist dann einmal dieser Multiplikator für das Imprinten, also für das Knuddeln, Kuscheln, wie auch immer. Auf jeden Fall müsst ihr irgendwie kuscheln, knuddeln, damit ihr eben den Imprint hinbekommt. Dann haben wir hier einmal die Singleplayer-Settings, beziehungsweise dahinter kann man eben angeben, steht auch hier Yes or No. Das heißt, wenn ihr mit Singleplayer-Einstellungen spielt, habt ihr hier ein Yes drin. Spielt ihr auf einem Server, also mit Multiplayer-Einstellungen, dann müsst ihr hier ein No reinmachen. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Ihr könnt hier in diese gelben Felder immer Zahlen eintragen. Und ganz wichtig ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass man nicht immer für alle Dinos 100% imprinten kann. Aber wir gehen mal davon aus, ihr spielt entweder im Singleplayer oder auf einem Server mit euren Freunden. Dann könnt ihr euch ja die Dinos raussuchen, die ihr braucht, die ihr auf 100% imprinten wollt. Würde ich so machen, macht auf jeden Fall Sinn. Kann man auch für weitere Dinos immer wieder anpassen, gar kein Problem. Das heißt, wir suchen uns jetzt also mal hier einen Dino raus, für den wir jetzt die Werte anpassen wollen. Sowohl Wachstum, Schlüpfgeschwindigkeit, als auch dann den Imprint. Ich würde ja sagen, dass wir Stegos nehmen, aber da habe ich gehört, dass die eh keiner züchtet. Von daher gehen wir mal auf so einen Rex. Und hier auf dem vierten Wert sehen wir dann die gesamte Zeit, die der Rex bräuchte, damit er erwachsen wäre. 2,5 Stunden wäre mir persönlich jetzt zu lang. Das heißt, wir gehen oben mal rein und erhöhen jetzt einfach mal die Zahlen auf beispielsweise 5. Und dann sehen wir eben, dass es jetzt hier nicht mehr 2,5 Stunden sind, sondern nur eine halbe Stunde. Dementsprechend geht das Ganze schon schneller. In dem sechsten Wert seht ihr dann die Zeit, die das Ei bräuchte, um zu schlüpfen. Ist jetzt hier eine halbe Stunde. Können wir oben auch wieder einstellen, dass wir das schneller haben wollen. Keine Ahnung, wir geben mal einfach eine 10 ein, gehen auf Enter und sehen dann, dass das Ei nur 3 Minuten bräuchte. So, hier hinten seht ihr jetzt komplett, dass hier nichts drin steht. Und hier geht es eben um das Imprinting. Das heißt, wir haben noch keinen Wert raus. Wir könnten jetzt aktuell keine 100% oder irgendeine Art von Prozenten erreichen. Das heißt, wir gehen hier mal oben in das Intervall rein und dessen das beispielsweise mal auf 0,1. Und dann sehen wir eben, dass wir dreimal kuscheln müssten. Wir erhalten mit jedem Mal Knuddeln dann 33,33%. Könnten insgesamt 3,7 Kuscheleinheiten erreichen und würden dann letzten Endes auf einen totalen Imprint von 100% kommen und hätten insgesamt immer 6 Minuten und 8 Sekunden Zeit zwischen den einzelnen Kuscheleinheiten. Je nachdem, was ihr jetzt dafür Werte eingeht, müsst ihr eben dann immer wieder mit dem Kuschelintervall oder Knuddelintervall rumprobieren. Und das werdet auch auf 0,0 einstellen und so weiter eben. Könnt ihr also ganz individuell euren Bedürfnissen anpassen, ist mega gut, weil ihr müsst jetzt nicht mehr ins Spiel reingehen und gucken, ah, passt das jetzt irgendwie, ist die Zeit okay, sondern ihr könnt das direkt hier euch ausrechnen lassen, habt die perfekten Werte, könnt eure Dinos auf 100% imprinten, sodass sie halt eben stärker sind, denn dadurch bekommen sie ja eben den Buff. Ist jedenfalls eine mega nice Sache und wichtig ist halt wirklich immer, dass ihr oben die richtigen Settings drin habt, also entweder Singleplayer oder eben Multiplayer und dann löppt der Lachs auch. Und wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.